Miau, willkommen zurück zu Resident Evil 3. Im Spencer Memorial. Ich würde Carlos ja gern mal so ein lecker Arla, sieht aus wie Sprite, gönnen. So, hier waren wir schon, ne? Ja, genau. Wir haben jetzt einfach nur die Tür aufgemacht. Also, wir haben den Schlüssel. Das heißt, wir gehen wieder hoch. Wenn dich das Spiel die gleiche Route nochmal gehen lässt, bedeutet das meistens, dass du beim zweiten Mal erschreckt wirst. Also geradeaus durch in den Belegschaftsraum wollen wir. Ach, ist auch nett, dass man sieht, wo man schon lang gegangen. Nee, wo man lang kann, steht da. Ach, ich muss übers Dach. Na gut, du bleibst jetzt liegen, bitte. Können wir mit Carlos auch hier drüber springen? Nein. Darauf habe ich nämlich gewartet. Habt ihr es gesehen? Habt ihr erkannt, was es ist? Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Ich gehe speichern? Nein. Doch. Doch, ich gehe speichern. Wenn sie mich lassen, gehe ich speichern. Habt ihr es erkannt? Boah, Leute. Ich könnte drauf verzichten. Ich was für hier rein noch? Schon wieder ein Kraut. Wir haben ganz schön viel Heilung, aber als ihr gesehen habt, was ich gesehen habe, wisst ihr auch, dass wir es gebrauchen können. Oh, Junge, Junge, Junge. Na gut. Wir sind Carlos, wir sind stark. Wir schaffen das. Wir machen es einfach platt. So, seid ihr jetzt alle wach? Immer noch nicht. Ihr habt auch noch nicht daran gedacht, aufzustehen? Nein, okay. Ich weiß, ihr tut's gleich, dann, wenn ich nicht mehr damit rechne. Ist gefährlich, so Spins zu öffnen. Ach, okay. Noch eine Flashbang. Mir doch mal eine richtige Granate. Ah, endlich die Eddy-Kalt. Und der kann weg. Ja, natürlich. Im letzten steht er auf oder ist er tot? Ist das mir egal? Ich komme hier eh nie wieder rein. Der ist doch fertig, der Raum. Ja, dann tschüss. So, jetzt steht hier alle. Wir kommen halt später auf jeden Fall nochmal her, weil links noch der Spind. Moment, warum ist die Tür auf? Weil links noch der Spind für den Lockpick ist. Boah, Alter, ich habe keinen Bock. Hör auf, wenn das Spiel schon so lädt. Ach, hier war schon immer auf. Okay, ich habe überreagiert. Entschuldigung. Okay, Moment, lass mich kurz überlegen. Wir haben jetzt die ID-Karte. Wir waren hier aber auch noch nicht überall. Also eigentlich müssen wir einmal durch die Mitte und dann noch in die anderen Räume. Wir haben jetzt aber die Karte für unten. Naja, mal schauen, wie weit wir jetzt kommen. Ja.
Es ist ein motherfucking Hunter. Scheiße, 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 scheiße. Das Sterben sind tut weh. Oh Mann. Ja, okay, anders. Vor allem, ich glaube, wenn die den Angriff machen, dann sind wir sowieso Instant Death. Aber ich heile mich trotzdem mal auf. Ach, scheiße. Ach, ich habe keine Lust. Okay. Wollt ihr die Animation nochmal haben? Aber sie sehen cool aus, oder? Ich glaube so genau. Wir hatten die ja nur in Resident Evil 1. Und da war die Grafik ja nur nicht so geil. Schon wieder ich. Ja. Habt ihr gesehen, wie viel Moon der gefressen hat? Aber die Flashbang war ganz praktisch, offensichtlich. Carlos gesund, Carlos gesund. Ich gehe direkt speichern. Weil auf die Sequenz habe ich nicht nochmal Lust. Boah, keine Lust auf Hunter. Das Spiel hier packt halt echt alles. Hätten wir jetzt noch Crimson Heads, hätten wir einmal das komplette Arsenal an Resident Evil Monstern. Das wird halt auch nicht der letzte bleiben. So, wir können jetzt direkt runtergehen, aber ich möchte ja eigentlich schon erstmal hier in die anderen Räume reinschauen. Das ist bestimmt kein Hunter. Ich denke mal, der würde einfach durchkommen. Was mit dir? Okay. Oh, und safe. Ups, stopp, stopp, stopp. Den Safe fehlt uns aber die Kombination. Notiz über Kassettenaufnahme. Dakota, ich glaube, ich weiß, was mit der vermissten Kassette von Dr. B passiert ist. Sein Forschungsassistent hat sie mitgenommen. Einer meiner Patienten sah Abbott etwas von einem Spind in der Schwesternstation mitgehen. Mitgehen? Etwas von einem Spind. Okay. Und damit zum Behandlungszimmer laufen. Ich werde während der Nachtschicht versuchen, reinzuschleichen, um mich umzusehen. Bleib du einfach cool und mach weiter deinen Job. Mir ist es egal, wie wichtig Dr. B für die medizinische Gemeinschaft ist. Diese Art von Belästigung ist nicht okay. Ich verspreche, ich lasse sie die Beweise nicht zerstören. Er ist ein Schwein und ein Arschloch und er wird seinen Tag vor Gericht bekommen. Bleib tapfer, bleib stark, ein Freund. Ja, Dr. Birkin wahrscheinlich. Wenn ich das jetzt einfach mal so ins Blaue vermuten darf. Huch! Kommt ihr denn alle her? Ich hab die gar nicht gehört. So viele. Und ganz ehrlich, ich finde, das Krankenhaus ist so eng, dass ich hier nicht so richtig die Option habe, die einfach nicht zu töten. Okay. Von wem ist die überhaupt? John Ralph, Orthopedic Doctor. Da könnt ihr seine Unterschrift fälschen, wenn ihr wollt.
Moment, will ich schon hier hin? Okay, Krankenzimmer. Du liegst da auch schön drapiert mitten im Weg. Ja, dachte ich mir. Kannst ja mal sparen. Ah, ich brauche Munition. Ah, eine richtige Granate, nice. So, bleib du bitte liegen, weil ich glaube, ich muss da bei dir gar nicht hin. Liegt hier noch was? Nein. Oh, nice. Ist aber voll. Okay, ja, Krankenzimmer. Okay, dann gehen wir jetzt doch da hinten durch, Richtung Wäschekammer. Steht hier irgendwo was für den Spind? Nee, ne? So ganz offensichtlich ist es dann doch nicht. Ach, shit. Kannst du eigentlich kriechen? Nein. Das ist der gleiche Raum, in dem... Scheiße. Ist das der Raum, in dem auch der Hunter ist? Es tut mir leid, dass ich nicht so viel kommentiere, aber ich bin echt angespannt hier im Moment. Ich weiß auch nicht, bin ich heute sehr empfindlich oder ist das Spiel auch gerade wirklich ein bisschen stressig? Nee, der war im Behandlungszimmer. Ihr seid zwei? Carlos! Moment, Moment, Moment! Nein! Das ist nicht dein Ernst. Okay, es waren zwei. Aber dann war der Move mit der Granate ziemlich schlau. Oder? War auch gut. Hat an sich gut geklappt. Ich habe nur einen gesehen durchs Fenster. Warum ist die Musik noch so hoch? Kann ich jetzt auch anhören? Nee. Brauchen wir, glaube ich, dann nur unten. Okay, aber wir haben jetzt die Chipkarte. Und die Spracherkennung. Das heißt, wir können aus diesem Scheißort raus. Ich habe keine Granaten mehr. Schade. Ich habe Angst, über die drüber zu gehen. Aber ich denke, dann kommen die und beißen.
Moment, war ich hier jetzt schon mal? Ja. Dach, Aktenraum, Belegschaftsraum, Wäschekammer, Schwesternstation. Carlos! Ich habe auch mein Headset nur auf einem Ohr. Das ist echt ein Problem. Aber ich muss hören, falls die Tür klingelt, weil ich Post annehmen muss heute. Okay, rechts und wieder rechts und dann links zur Tür. Die haben, also ich habe ja auch den Zweier gespielt und so, aber die haben immer eine größere Reichweite, als ich dachte. Kann ich da was zerschießen? Nein. Und sind immer schneller, als ich dachte. Immer. Also ich könnte jetzt theoretisch auch einfach schnell mit der Karte hier hinter mir rein. So, wer war das neu? Seid ihr alle tot? Versprochen. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Toll. Ich brauche Munition, mein Gott. Hier, guck mal, wie die blutige Hand an der Scheibe ist. Piep. Die ist jetzt kaputt. Ah, das ist immer so wohltuend, die Sachen dann wegzuwerfen. Meine Güte, kriegen wir viel Heilung. Aber wir sind halt so gut, dass wir uns nicht verletzen lassen. Aber wir bräuchten mehr Munition, um diese Gutheit beizubehalten. Oh, das ist nett. Das ist sehr, sehr nett. Werden wir aber auch einfach brauchen. Oh Gott, jetzt werde ich misstrauisch. Das ist jetzt keine normale Menge Munition, die uns das Spiel einfach mal so gibt. Übrigens ein völlig unauffälliges Röntgenbild. Ihr hättet wenigstens irgendwas Ekliges dahin. Jetzt bin ich sehr skeptisch. Aber wir haben ja alles, mehr gibt's nicht. Dann müssen wir zum Labor empfangen. Ich traue mich jetzt nicht raus. Warum können wir hier nicht wenigstens noch speichern? Wir sind ein starker, gut ausgebildeter Typ von Umbrella. Wir haben keine Angst vor Huntern. Wir haben keine Angst vor Huntern. So. Genauso wie du vor S keine Angst haben darfst, haben wir keine Angst vor Huntern. So, der Part ist aber gleich vorbei. Ich würde jetzt doch gerne nochmal speichern. Schaffe ich das bis dahinter oder werde ich da getötet? Das da links könnte aber auch... Ich mache hier mal einen Cut. Ich gehe nicht extra speichern. Ich verkneife mir das jetzt mal. Aber ich mache hier den Cut für den nächsten Part, bevor wir da reingehen. Und dann gehe ich doch heimlich speichern. Nein, mache ich jetzt nicht. Oh, wir sehen uns morgen wieder. Das war anstrengend. Ich weiß nicht, ich habe Schiss. Die Hunter sind gut inszeniert und ich habe Angst. Teilt ihr die Angst ein wenig mit mir oder seid ihr einfach nur amüsiert, dass ich Angst habe? Ist auch in Ordnung, wenn dann. Gut, die Mitte der Woche ist geschafft, ihr Süßen. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Carlos wartet so lange auf uns. Habt eine gute Nacht. Bis morgen.